dass Sie sich entschieden haben, hier auch zusammenzukommen, vorzubereiten, die Dinge zu nachzudenken, Schlussfolgerungen aufzuschreiben und die dann auch noch, dazu komme ich noch, in einer vernünftigen Sprache, die wir für das Gesundheitsengagement in den G20. Wir haben bei den G7 Einigkeit darüber erzielt, dass wir den sogenannten One Health Ansatz gehen sollten. Das heißt, es gibt die eine Gesundheit und die umfasst Menschen und Tiere. Fächer einführt. Also manchmal habe ich den Eindruck, man kommt dann ganz weg von den klassischen Fächern und ist dann zum Schluss, lernt man nur noch Wirtschaft und Gesundheit und das könnte aber auch dann schwierig werden, sagen die Fragestellung, was ist sozusagen wirtschaftliche Freiheit, wenn die Tabakwerbung abgeschafft ist, wozu es ja eine ganze Reihe von Empfehlungen aus internationalen Organisationen gibt, muss dann morgen auch die Werbung für Gummibärchen abgeschafft werden, wie bringe ich den Menschen bei, was die Dosis für eine Bedeutung beim Genuss hat. Ich meine, es ist ja Zucker nicht per se. Gibt es hier eine gesunde Tabakdosis? Nee, ich war gerade beim Zucker. Weil. Jemand auf die Antwort eingegangen? Die merkwürdig im Falle macht, das hat sich keiner dran. Wir feiern unsere Völker und Schlagwaffen sind blau. Heb die Hände in die Höhe und ruft gemeinsam Heil, dass jeder Partei Wuffel geht, weil wir ihn sind. Also, 1, 2, 3, 4, ja? Wenn ihr die Hände hochhebt, wenn die Fahrträger der Parteifahrt nach vorne drückt mit Abstand auf Teil.